Ja, ich sag's nochmal, wer rastet, der rostet. Deswegen der nächste Trailer am Start hier. Klar, ihr werdet euch jetzt auch wieder die Frage stellen, ja, was macht der denn jetzt schon wieder hier bei Logo? Hat der nichts Besseres zu tun? Nein, doch, hat er vielleicht auch. Aber an diesen Beispielen kann man ganz viel Schwachsinn, ganz viel Irritationen, ganz viel Lügen, ganz viel Manipulation eben immer wieder feststellen. Und deswegen habe ich mich jetzt so ein bisschen bei Logo respektive beim Kika so ein bisschen eingeschossen. Also es gibt zwei Beiträge. Das war jetzt von dieser Woche noch. Also einmal wurde der Heiko Maas los von einem Logo-Kind, Logo-Jungen interviewt. Das wäre das eine, Blutspenden, das da jetzt aufgrund der Corona-Krise, der Coronavirus, des Todesvirus, dass weniger Blut gespendet wird. Auch da wird es dann nochmal eine absolute Analyse geben. Und ja, auf dem Kanal Ein Puma, da wurde dann eine Nacktkatze ordentlich mal so durchgeduscht und durchgereinigt. Fand ich auch sehr witzig. Ich glaube aber auch Nacktkatzen sind nicht so wasserscheu wie jetzt normale Katzen. Läuft dann auch auf doppelter Geschwindigkeit. Finde ich aber auch ganz witzig. Und wer es denn dann schauen möchte, das dann bitte mal wieder bei VK, bei BitChute. Oder sich, sich den Trailer bei Wacknews TV anschauen. Natürlich dann den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen und dann kommt ihr einfach zum Hauptfilm. Und dann sage ich jetzt hier mal auch noch Tschüss und vielleicht sieht man sich ja auch gleich wieder und hört sich. Danke, ciao.